und wir wollen jetzt gerne so vorgehen, ich nehme jetzt einfach eine Box, also die hat die Aufschrift der Tafeln und ich hoffe jetzt, da sind Namen drin enthalten, ich werde sie dann aufrufen und bitte dann denjenigen, diejenige, die sich hier vorne hinsetzt, sich einfach kurz vorzustellen und die Frage zu stellen und vielleicht auch an wen sie sie stellen möchte und dann diskutieren wir gemeinsam. Herr Wiegmann, hier ist ein Mikrofon. Ja, danke. Meine Frage richtet sich jetzt nicht explizit auf die Anlaufstelle, sondern ich habe eher eine allgemeine Frage. Und zwar, inwiefern eigentlich, also es ist ja so, Bürgerbeteiligung setzt jetzt hier an bei Verwaltungsentscheidungen und Entscheidungen der gewählten Vertretung, ob man nicht auch stärker noch überlegt, dass Bürgerbeteiligung auch zusammengedacht wird mit direktdemokratischen Verfahren. Also Volksbegehren, Bürgerbegehren. Ob man da nicht nochmal überlegt, ob man nicht, wenn ein Volksbegehren zum Beispiel eingereicht wird oder ein Bürgerbegehren, ob da nicht auch ein Beteiligungsverfahren zu einem frühen Zeitpunkt sinnvoll erscheint. Weil wir haben jetzt teilweise die Situation, dass wir ein Volksbegehren, welches eben auch auf städtebauliche Planungen abzielt, das wird in der ersten Stufe eingereicht und dann wird verhandelt. Und dann schließen sich eigentlich die Türen für die Bürgerinnen und Bürger, weil dann verhandeln dann nur noch die politischen Protagonisten mit den Initiativen. Und ich finde, man sollte dieses Verfahren auch öffnen. Ich glaube, dass es auch im Volksbegehren oder Bürgerbegehren gut tut, wenn es nochmal eine dritte Perspektive gibt aus der Stadtgesellschaft dazu. Ja, wir hoffen natürlich, dass solche Prozesse anders laufen werden zukünftig. Also wenn es tatsächlich die Möglichkeit gibt, sich frühzeitig zu beteiligen, weil es diese Vorhabenliste gibt, dass sich die Initiative, die jetzt ein Volksbegehren in Gang setzt, dann eher dahin in Gang setzt, also bewegt, einen gleichen Beteiligungsprozess zu initiieren. Die Möglichkeit gibt es ja jetzt. Und die wird es dann geben und die gibt es eben im Moment noch nicht. Also es wird sich da, ich glaube, die Konstellation wird eine andere sein, wenn wir die Leitlinien haben und wenn sie sich auch eingespielt haben. Und ansonsten auch die Frage, kann man, wenn es ein Begehren gibt, dann noch einen Beteiligungsprozess machen? Ich hoffe, dass darauf der Beirat vernünftig und flexibel reagieren wird und sich damit einbringen kann. Der Beirat ist ja Anwalt des Verfahrens und zum Verfahren kann auch gehören, Kontakt aufzunehmen und einen anderen Weg einzuschlagen mit Leuten, die nicht Richtung Beteiligung gegangen sind, sondern gleich in Richtung Begehren. Also ich hoffe, dass da der Beirat so eine Funktion übernehmen kann. Danke, Wiedemann. Ich nehme die nächste Box. Beteiligungsbeirat. Ach, brauchen wir auch gar nicht losen. Sind nur zwei Personen. Ich bitte direkt beide nach vorne zu kommen. Und zwar einmal Karin Spieker. Und Frank Gertermann. Für Lebensqualität an der Michael-Anhöhe-Straße. Wir haben also schon einen gewissen Erfahrungsschatz mit Beteiligungsverfahren. Dort gab es nämlich für dieses Bauvorhaben Michael-Anhöhe-Straße ein Beteiligungsverfahren, das von 2017 bis jetzt gelaufen ist. Ende des Jahres etwa soll der B-Plan dann irgendwann erfolgen. Und genau da setzen wir an und haben gesagt, wir möchten einen Projektbeirat haben, in dem die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin beteiligt werden an dem B-Plan-Verfahren. Und zum Projektbeirat speziell. Es wurde ja gesagt, dass für spezielle Vorhaben so ein Projektbeirat installiert werden kann. Und es ist aber praktisch nur ein Satz, da würde ich mir weitergehende Empfehlungen wünschen. Nämlich zum Beispiel, so ein Projektbeirat macht ja nur Sinn, wenn eine feste Zusammensetzung über die gesamte Laufzeit ist. Es ist ein spezielles Vorhaben und wenn man dort mitarbeitet, dann muss man das von Anfang bis Ende tun, sonst macht es ja keinen Sinn. Das nächste wäre im Prinzip Aussagen und Empfehlungen für die Zusammensetzung.
Sie haben ja jetzt für diesen Planungsbeirat im Prinzip so eine Zusammensetzung sich erdacht, sag ich mal, oder ausgeguckt. Die würde ich mir dann auch für den Projektbeirat wünschen. Und dabei natürlich insbesondere auch, dass so wie bei dem Planungsbeirat dort auch die Bürgerinnen und Bürger durchaus eine gewisse Mehrheit vielleicht haben sollten. Weil im Moment ist es so, die Projektbeiräte, die ich kenne, es gibt ja schon einige in Berlin, zum Beispiel Caro, muss ich mal sagen, habe ich gerade eingehört, dort sind die Bürger im Prinzip eigentlich nur zu einem Viertel beteiligt, also 25%. Man kann sich dann vorstellen, dass bei 25% die Meinungsäußerung dann auch zum Schluss wirklich rüberkommen kann. Das ist einfach zu wenig, darauf möchte ich hinweisen. Dann muss auch was zur Entscheidungsfähigkeit gesagt werden. Also ich sag mal so, unser Beteiligungsverfahren ist natürlich nur mit dieser schönen Leitlinie erstmal gelaufen. Das war ein gegenseitiges Lernprozess, den wir da gemacht haben, vom Bezirk her und auch von den Beteiligten her. Und wir wurden aber von Anfang an dahingehend instruiert, dass wir keine Entscheidungsfähigkeit haben werden, sondern dass man von uns nur Stimmungsbilder einfangen möchte und Ideen, die man weiter dann in den Prozess mit einbringt. Und das ist natürlich für eine Bürgerbeteiligung letztendlich sehr unbefriedigend. Das haben wir auch in dem ganzen Prozess immer wieder bekritteln, das haben wir auch gemerkt an allen Stellen. Und hier muss man also auch sehen, dass man hier irgendwo einen Kompromiss findet. Ich kann zwar den Stadtrat hier von Neukölln, der gesprochen hat, zu diesem Thema durchaus verstehen, dass er natürlich ein bisschen Bedenken hat, dass seine Prozesse der Entscheidungsfindung im Bezirk stark lahmgelegt werden. Aber man muss natürlich irgendwo auch eine gewisse Kompromissbereitschaft zeigen dabei. Und außerdem muss man auch sehen, auch als Politiker, dass die unmittelbar betroffene Bevölkerung zum Teil für Stadtentwicklung einen ganz anderen Blick hat als eben Verwaltung und Politik. Das ist ja gar nicht zugegeben. Wir wohnen hier alle in einem Bezirk, der genau das und das umfasst, was hier in diesem Bauvorhaben geschehen soll. Und da hat man natürlich einen ganz eigenen Blick darauf. Dass man ja nicht alles mit seinen eigenen Ideen und Vorstellungen dort mit umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Und das ist natürlich auch ganz klar. Ja, das waren meine Vorstellungen dazu. Genau, ich habe richtig verstanden, es stand hier keine Fragen drin, sondern Sie haben das nochmal als Anregung eingegeben. Vielen Dank. Vielleicht zur Vorstellung. Mein Name ist Frank Bertermann, komme aus dem Stadtbezirk Mitte, bin dort in der BVV bei den Grünen. Und wir rühmen uns ja damit, der erste Stadtbezirk in Berlin zu sein, der eine solche Leitlinien hat. Ich könnte gerne einen halbstündigen Vortrag halten, wie die Realität aussieht. Die sieht nämlich nicht gut aus. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ein anderes Thema, deswegen komme ich zum Thema Beirat. Ich finde erstens gut, wir haben in Mitte diesen Beirat nicht. Wir haben damals bei der Aufstellung der Leitlinie, bei der Diskussion aufgehört, haben sie nicht weitergeführt, was im Nachhinein wahrscheinlich ein Fehler war. Wir werden, das habe ich mir zumindest vorgenommen, sehr mal wichtig, dass man am Ende des Tages irgendwie was für sich auch mitnimmt. Ich nehme für mich mit, dass ich im Bezirk Mitte jetzt mit dieser Beiratsidee pausieren gehen werde. Ich finde auch sehr gut, dass dieser Beirat mindestens zweimal oder jedes zweite Mal öffentlich tagt. Nehme ich positiv zur Kenntnis, hatte vor kurzem eine durchaus interessante Auseinandersetzung mit einem anderen Beirat, wo es hieß, Beiräte sind in Berlin grundsätzlich nicht öffentlich. Es ist sehr gut, dass der zumindest jedes zweite Mal öffentlich ist. Aber was mich jetzt interessieren würde, welche Kompetenzen hat dieser Beirat? Also Beispiel, die Politik macht etwas mit dem Verweis, wir setzen bei einem Beteiligungsmodell die Leitlinie durch. Wo ich sagen würde, nö, macht ihr nicht, ihr macht genau das andere. Hat denn dieser Beirat dann wenigstens eine Schutzfunktion und kann sagen, also ihr versucht, das, was ihr jetzt gerade macht, ist nicht das, was ihr eigentlich verabschiedet habt und beschlossen habt? Danke für die Frage. Ich würde gerne als Mitglied des Beirats darauf einen Kommentar liefern, warum wir dieser Beirat überhaupt gedacht haben. Tatsächlich, denn wir gedacht haben, dass den Stimmen von dem Volk, den gesamten Prozess, dieser Beteiligungsprozess beobachten und als starke Stimme immer dabei sein sollte. Das war nicht gedacht, dass dieser Beirat nur von den Politikern eigentlich besetzt wird, sondern denn wir haben tatsächlich prozentual auch darauf uns
sehr gestritten, wer auf diesem Beirat wie viel Prozent, mit wie viel Prozent sich beteiligen soll. Und wir sind danach einigermaßen zum Schluss gekommen, denn Politiker haben schon im Abgeordnetenhaus den großen Willen und wir werden tatsächlich in diesem Beirat die Menschen haben, die in dem Vorhaben neutrale Blicke in dem gesamten Prozess beibehalten, nicht nur die professionellen Menschen, sondern auch den anderen, die eigentlich nur sich für diesen Vorhaben engagiert haben. Deshalb, den Beirat-Begriff ist vielleicht falsch, wir müssen vielleicht dafür eine neue Begriff finden, bemerke ich, weil wenn wir Beirat sagen, fällt gleich diese, ja, den Aufsichtsrat und solche Gremium, aber gemeint war eigentlich tatsächlich nicht so eine Aufsichtsrat, sondern eine begleitende, wissenschaftlich, inhaltlich engagierte, die aber auch die Politiker und den, auch der Volk gleichzeitig und gleichberechtigt dort vertreten lässt. Das war eigentlich die Idee. Ich sehe schon, dass wir das noch weiter in den nächsten Runden in dem Beirat auch weiterentwickeln sollen. Wer wirklich in diesem Beirat, ob dieser Beirat, ob mit diesem Begriff Beirat weiter, eigentlich ist eine Aufgabe für uns. Ja, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Der Beirat zieht ja seine Kraft nicht daraus, dass er Entscheidungskompetenz oder Befugnisse hätte, in dem Sinne zu sagen, dieses Verfahren ist richtig, dieses Verfahren ist falsch, ihr müsst es jetzt anders machen, was Herr Erdmann jetzt gesagt hat, sondern der Beirat bezieht seine Kraft, glaube ich, daraus, dass er diese unterschiedlichen Gruppen repräsentiert, auch ganz stark Bürger und Bürgergruppen, also auch Interessengruppen, und dass die sich sozusagen diese Verfahren, weil sie nicht selber mit eingebunden sind, auch angucken können. Sie sind nicht direkt involviert und können dann sagen, also da ist einfach was falsch gelaufen. Und die Kraft besteht, glaube ich, darin, dass so ein Beirat in der Lage ist, zu sagen, zu einer Bezirksverwaltung oder zu einer Senatsverwaltung, wir möchten mit euch darüber reden, wir empfehlen an dieser Stelle dieses und jenes, dass es besser laufen kann. Nicht daraus, dass er sagen kann, hier entscheiden wir was, sondern ich glaube, dass es gut ist, es ist ja auch, steht ausdrücklich drin, dieser Beirat soll versuchen, in einem Art Konsensverfahren zu arbeiten, er soll sich als fachlicher Vertreter oder als Interessenvertreter von Beteiligung und dem Interesse an Beteiligung dort darstellen, und ich glaube, daraus bezieht er seine Kraft, und wenn, so wie Frank Wertermann das gesagt hat, wenn sich Leute beschweren und sagen, hier läuft doch alles irgendwie ganz anders, als es ihr eigentlich euch vorgestellt habt, dann kann der Beirat dort nicht irgendwie sozusagen was entscheiden, aber er kann natürlich eine Empfehlung geben, er kann Leute zusammenbringen und sagen, hier wollen wir darüber reden, was in diesem Beteiligungsverfahren richtig oder was da falsch ist. Danke. Anregung von Beteiligung. Andreas Vogt. Das kurze Zögern zwischen dem A und S ist sehr bewusst ist, nämlich das Gender Gap, was versucht deutlich zu machen, ich mag objektiv Mann sein, aber ich will mich darüber nicht definieren, deswegen dieser Punkt. Insofern war dieser Prozessor auch sehr hilfreich. Ich würde ganz gerne zu dem Teil Sie mitnehmen auf Seite 10 und 12. Da sind gleichlautende Formulierungen drin in Bezug auf die Kinder und Jugendlichen. Die Decken waren hier zum Glück sehr hoch, sodass ich nicht bis rangereicht habe. Was mich sofort gestört hat, ist, dass der Satz anfängt, auch Kinder und Jugendliche. Vorher steht Bürgerinnen und Bürger. Ich weiß nicht, ob Kinder und Jugendliche nicht Bürgerinnen und Bürger sind. Deswegen ich auch ausdrücklich dagegen votiere, dass wir jetzt noch einen Anhang machen mit allen Interessengruppen, weil dann bestehe ich darauf, dass ich da als Einzelperson mit drauf komme. Bürgerinnen und Bürger sind aus meiner Sicht alle. Und damit haben wir alle umfasst. Und wenn wir anfangen, jetzt schon zu differenzieren, wen wir einzeln nochmal aufzählen müssen, dann können wir die Papiere zur Seite packen und aufhören mit dem Prozess, meine Auffassung. Zweiter Punkt, und ich sage das jetzt immer aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen, weil ich weiß, es ist immer komisch so zu tun, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich eine eigene Meinung haben und die genauso stark ist, genauso klug ist wie die der Großen. Aber es ist so.
Wer nahe Kinder und Jugendlichen dran ist, weiß es und weiß es auch sehr zu schätzen. Insofern bitte ich darum, dass in maximal der Hinweis dort rein, also zusammenfassend maximal der Hinweis reinkommt. Kinder und Jugendliche sind bei ihrem Antragsbegehren zu unterstützen und alles, was da drin steht, von wegen Jugendfreizeiteinrichtung, bitte raus. Weil das heißt schon wieder, Jugendfreizeiteinrichtung, also wiederum Erwachsene, auch wenn sie pädagogisches Begleitpersonal sind, sind diejenigen, die Kinder in die Hand nehmen. Nein, das Kind soll kommen und mich in die Hand nehmen, wenn es Hilfe braucht. Mit gleichberechtigt. Deswegen ist auch meine Forderung im Beirat, zusätzlich zu den 24 auch ausschließlich Kinder und Jugendliche mit 2 mit reinzunehmen. Und deswegen will ich auch nochmal ganz deutlich machen, was ich vorhin überhaupt nicht verstanden habe, ist, wieso die Frage gestellt wird, wer hier wen beteiligt. Schön, werde ich gleich mal auf die Beiträge noch eingehen. Weil der Punkt ist, hier wird ein Rahmen geschaffen, der von uns befugten Institutionen, Politik, Verwaltung, die sagt, jeder Bürger, jede Bürgerin möchte sich beteiligen, wenn sie denn möchte. Und wir schaffen den Rahmen dafür, nicht mehr, nicht weniger. Also insofern ist mir aufgefallen, dass das vorhin gesagt wurde, wir wollen keine Parallelstrukturen schaffen und doch ist in den Parallelstrukturen argumentiert worden. Es ist gleichzeitig wieder gefordert worden, dass in dieser Struktur entsprechende Entscheidungsstrukturen eingebracht werden. Also ich habe einfach die Bitte, gucken wir uns an, für 200 Leute hat man gerechnet, das war eine realistische Stuhlzahl. Wenn wir auf die Bevölkerung in Berlin insgesamt eingehen, ist es ein kleiner Prozentsatz. Und dann können wir höchstens noch darüber nachdenken, warum wir heute vielleicht nur 200 sitzen. Und da, glaube ich, ist dieser Aspekt des freien Tages, der strukturellen Benachteiligung, also Leute, die heute gerne hier wären und die kommen konnten aus anderen Verpflichtungen, das ist, glaube ich, nochmal ein richtiger Ansatz. Vielen Dank. Achso, ich hatte keine Frage. Alles gut. Ich den Prozess auch nicht so verstanden. Nee, ist auch beides durchaus möglich. Danke. Joachim Schmidt, bitte. Hallo. Ja, also hier sind ja zunächst mal Instrumente gefragt. Insofern ist der Begriff Vorhaben listet sicherlich richtig als Instrument. Aber ich hätte gerne eine etwas offenere Antwort auf eine offenere Aufgabenbeschreibung, nämlich die, wie erfahren potenzielle Beteiligungsinteressierte von dem Vorhaben. Das reicht mir der Begriff der Vorhabenliste nicht nur deshalb nicht aus, der Hinweis kam ja schon, dass vielleicht auch noch eine Plandarstellung sinnvoll wäre, aber mir geht es eigentlich um einen grundsätzlicheren Aspekt, nämlich wie können wir den Anspruch wirklich einer niedrigschwelligen Beteiligungsmöglichkeit wirklich einlösen. Und da reicht es mir nicht, auf, egal ob das eine Listenform oder ein Plan ist, darauf zu verweisen, dass hier ein Kompendium ist, wo über verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten für verschiedene Vorhaben informiert wird in bestimmten Zeitabständen, es aktualisiert wird oder wie immer. Das ist wunderbar für Leute wie mich. Ich bin selber beruflich mit der Stadtplanung unterwegs und habe auch jahrelang Kommunalpolitik mich schon kommunalpolitisch engagiert. Also für mich wäre das ein super Angebot. Aber was ich meine ist, sobald sich ein Vorhaben räumlich soweit konkretisieren lässt, dass ich ein Umfeld von Betroffenen festmachen könnte, erwarte ich, dass es, wenn man das wirklich ernst meint mit dem Angebot der Beteiligung, dass es eine Information vor Ort gibt. Und zwar in einer Form, die auch für solche Menschen wahrnehmbar ist, die nicht von sich aus jetzt danach gucken, wo könnte ich mich jetzt beteiligen, sondern sie aufmerksam macht, da ist ein Vorhaben im Gange, selbst wenn es vielleicht noch nicht so konkret ist, was mich betreffen könnte und wofür ich mich interessieren sollte. Deswegen würde ich gerne diese Vorhabenliste, diese Fragestellung und das Instrument erweitern mit einer Komponente, die sagt, wie und zu welchem Zeitpunkt und welcher Form kommt dazu eine Information vor Ort über Vorhaben. Und das berührt allerdings auch weitere Instrumente, diese Frage wirklich der Niedrigschwelligkeit, weil auch bei dem Thema der Anregung von Beteiligung und auch bei der Aufstellung des Beirats, beziehungsweise da noch am ehesten kann man das sicher sicherstellen, dass auch anwaltlich praktisch damit gedacht wird, aber zum Beispiel auch bei der Anlaufstelle und natürlich bei den Konzepten sollten wir immer stärker im Auge haben, dass diejenigen, die jetzt dieses
die Leitlinien konzipiert sind, überwiegend Menschen, die schon eine gewisse Routine in Beteiligung haben von der einen oder anderen Seite. Und dass wir immer, glaube ich, bei jedem Schritt mitdenken sollten, wie ist es mit Menschen, die nicht gewohnt sind, sich zu beteiligen, angefangen mit der Fertigkeit, sich zu artikulieren, Unterstützung für einen bestimmten Belang, sich selber drum zu kümmern und ähnliches mehr. Also das heißt, es würde eben auch auf die Frage der, die nächste Frage dann der Anregung von Beteiligung genauso auch nochmal werten zu überlegen, das wirklich niedrig zu gestalten. Das wäre meine Anliegen. Danke. Vielen Dank. Ja, Sie haben das ja angesprochen und ich glaube, wir müssen da, wir haben ja heute gesagt, wir machen Instrumente, aber wir haben ja auch vorher schon über Grundsätze geredet. Und da ist, glaube ich, viel mehr von dem drin, was Sie einfordern. Also wir haben ja gesagt, das kann man jetzt alles ein bisschen gut sehen, es muss frühzeitig gemacht werden, es wird jetzt um konkrete Vorhaben gehen. Es müssen viele verschiedene beteiligt werden, das haben wir ja auch dort vorgeschlagen. Und ich glaube, was Sie ja wollen, ich habe es zumindest so verstanden, ist, dass bei einem konkreten Vorhaben natürlich die Leute örtlich anders angesprochen werden als über eine digitale Liste, als über ein meinberlin.de. Das ist für einige vielleicht ganz schön, für die Fachleute ist es ausreichend, aber damit kann man nicht Beteiligung vor Ort machen. Und ich glaube, das haben wir aber schon berücksichtigt, das haben wir schon im Kopf. Die Vorhabenliste ist einfach daraus entstanden und sie gibt es ja auch in verschiedenen Städten, dass es eine möglichst frühzeitige Transparenz überhaupt gibt in einer Stadt. Da kann man noch nicht irgendwie jeden hat man noch nicht damit darüber informiert und man kann sich sicherlich auch überlegen, wie man sozusagen das weiterstreut, aber das ist sozusagen der Gesamtüberblick. Und dann kann man davon ausgehen, dass wenn die Verwaltung zum Beispiel Beteiligung machen will an einer bestimmten Stelle, dass sie natürlich frühzeitig alle möglichen Leute informiert, dass sie über das Beteiligungskonzept auch identifiziert, wer eben in diesem Bereich besonders davon betroffen ist, wer vielleicht nicht selber in der Lage ist, sich die Informationen zu besorgen und so weiter. Und das ist, glaube ich, wenn man das zusammendenkt und unsere Instrumente, die Vorhabenliste und auch Anlaufstelle, die ja auch nicht, auch wenn sie in einem Bezirk ist, diese Bezirke sind ja als Großstädte in Wirklichkeit natürlich nie wirklich vor Ort ist, dass man das zusammendenkt mit den Grundsätzen, die wir dort in der zweiten Webstadt sind. Dankeschön. So, jetzt können wir jetzt sicherlich noch eins. Vielen Dank. Ich hoffe, es sind nicht so viele Zettel hier drin. Es sind noch zwei, wir versuchen beide und versuchen trotzdem um 21 Uhr fertig zu sein. Vielleicht können Sie sich jetzt so kurz wie möglich halten, wenn es geht. Und zwar Lorenz Gott-Walles, bitte, und Harald Zentner zum Thema Beteiligungskonzept. Ja, besten Dank. Das ist auch nicht direkt eine Frage zu jetzt Beteiligungskonzept. Entschuldigung? Ja, genau. Also meine Frage wäre, was bedeutet Partizipation für Sie? Also ich habe in der Präambel die Definition sozusagen vermisst, was Sie darunter verstehen. Also das liest sich für mich so, als würden Sie eher informiert, also dieses Recht auf Information sozusagen den Leuten verleihen, aber keine wahre Mitbestimmung bieten. Also meine Frage, was wäre das Ziel sozusagen dieser Partizipation, Information oder Mitbestimmung? Also erstmal würde ich für Berlin sagen, meiner eigenen Erfahrung nach Information wäre schon ein Riesenfortschritt. Also wie oft bei mir gebaut wird und ich wusste nicht, wer da was plant, wenn es da jetzt eine Vorhabenliste geben würde im Bezirk und ich wüsste wenigstens, warum die Straße aufgerissen wird, wären wir schon einen Schritt weiter. Also keine Abwertung von Informationen bitte in der Situation, in der wir gerade sind. Und dann haben wir im Gremium durchaus diskutiert, dass Beteiligung bei Informationen anfängt, aber natürlich bis hin zur Mitbestimmung geht. Und das, worum es hier jetzt geht, ist aufbauend auf der Information, damit ich mich einbringen kann. Wir haben der nächste Schritt ist ja dann die Initiierung von Beteiligung, wenn keine vorgesehen ist. Wenn eine vorgesehen ist, werde ich ja ohnehin informiert über den Prozess. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, dass wir zwar bei Information ansetzen, aber dass wir eigentlich eine aktive Beteiligung wollen bis hin zu einer Mitbestimmung.
Bestimmung dann auch. Und ich glaube letztendlich, wenn ich das mal aus der politischen Perspektive sagen darf, wenn es ein gutes Beteiligungsprozess, einen guten Prozess gegeben hat und es gibt auch ein Ergebnis. Und die BVV oder das Abgeordnetenhaus hat danach zu entscheiden. Wir sind gut beraten, davon so viel wie möglich aufzunehmen. Da liegt, glaube ich, eine ziemliche Macht drin in so einem Beteiligungsprozess. Ich würde das nicht unterschätzen. Nein, wir denken das von Information bis hin zur Mitgestaltung. Vielen Dank. Ich will kurz das erweitern mit einer Sekunde. Dass es geht um uns als Bewohner dieses Stadtes, auch den Teilhaber an den Prozessen. Das ist eigentlich der Teilhaber an Informationen. Und dann einfach A und O von diesen Beteiligungsprozessen, die wir keine Ahnung haben. Und dafür haben wir eigentlich diesen Leitlinienprozess. Leitlinie bedeutet nicht den Prozess, sondern die Linie. Dass man denn als Person, die damit keine Erfahrung hat, sich den Weg finden kann, wie es überhaupt passiert ist. Deshalb diese Beteiligung ist interpretationsoffen für alle Bewohner, die sich das leisten und wünschen können. Danke. Stelle ich fest, der Herr Zentner wollte keine Frage. Achso, okay. Herr Zentner, können Sie sich ganz kurz fassen? Wir sind eigentlich am Ende und das wäre schön. Eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Ja, ganz kurz. Also, wir haben ja in Marzahn-Nord beschlossen, dass ein Gelände generationsübergreifend gebaut wird und auch eine bauliche Planung. Also das ist eine Jahrzehnt umsetzbar. Meine Frage ist dazu, bleibt es denn dabei oder ist die bloß so eine Runde gewesen, wo man also sagt, naja, also haben wir die Leute mal gefragt und dann ist es nicht alleine gestanden. Und wir machen jetzt sowieso ein paar Arbeiten. Die zweite Sache ist die, was mich jetzt umfragt, ich war vorgestern in der BVV, also am Freitag in der BVV. Und dort ist dann herausgekommen, dass also keine Baugenehmigung eigentlich schon vorliegt, aber derjenige hat auf diesem Gelände, was sein Gelände ist, und zwar da, wo die Poliklinik ist, also die Zeitleitung, wie anders als zu Hause wurde. Erzähl mal, können wir. Ja, und ist es gerechtfertigt, dass er also dort die Bäume einfach abholzen wollte, das sind nämlich 33 Bäume. Ja, und das hat jeden noch gleich aufgewischt sozusagen. Das war jetzt nochmal die erste Frage, weil ich glaube, das zweite war ein Kommentar, dass Sie sich aufgeregt haben, aber. Okay, ich glaube, hier auf dem Podium kann Ihnen leider niemand die Frage beantworten, weil wir einfach die Projekte nicht kennen. Das tut uns leid. Aber danke trotzdem, dass Sie sich geäußert haben. So. Also ich freue mich. Danke, Herr Zentner, für solch eine Frage. Denn bei der Frage Frühzeitigkeit bin ich in den Leitlinien genau auf solch eine Anregung gekommen, dass ich gesagt habe, wo fängt Frühzeitigkeit an? Und für mich fängt die genau da an, dass Bürger schon an solchen Entscheidungen beteiligt werden, wenn es um Abriss geht oder wenn es um Baumbestand, der einfach platt gemacht werden soll, wenn es auch um solche Fragen geht. Da fängt für mich schon Frühzeitigkeit an. Also danke.